Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Still Life. Wir waren in der letzten Folge kein eigener Körper mehr. Irgendwie ist dieser Raum verbuggt. Ich habe nochmal nachgelesen. Das geht vielen so. Es geht sogar einigen so, dass sie hier nicht mehr zurückkommen. Sie können nur noch diese zwei Räume hier machen und ansonsten gar nichts mehr. Da ist es so verbuggt, dass die da gar nicht mehr durch die Tür kommen. Okay, ich würde sagen, dadurch ist der letzte Speicherstand wieder etwas zurückgestellt. Wir müssen nochmal für mehr Lautstärke sorgen. Und ich glaube, wir haben den Dingens noch nicht abgelegt. Jetzt muss ich mal ganz kurz rausgehen. Bin mir gerade nicht so sicher. Nein, doch, wir haben wieder einen Körper. Okay, ich habe schon befürchtet, wir haben wieder keinen. Habe ich den Chip jetzt eingepackt oder nicht? Ich habe ihn nicht eingepackt, okay. Dann tun wir das doch jetzt noch. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen müssen. Irgendwie, wahrscheinlich müssen wir den ja irgendwo anbringen, damit er denkt, wir sind woanders. Logisch wäre eigentlich nur in diesem Raum. Damit er denkt, dass wir an irgendeiner anderen Stelle sind. Aber wie wir das machen sollen, habe ich noch keine Ahnung. Jetzt sieht man gerade keinen Schatten. Wir gehen mal dorthin weiter. Hier können wir das nochmal lauter stellen. Das Lüftungssystem müsste meine Schritte übertönen. Aber das reicht noch nicht. Ich muss Hawkers Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken. Etwas anderes lenken. Und ich denke mal, damit meint sie schon den Chip. Aber wie, wo, was? Ich speichere mal, damit wir das nicht andauernd neu machen müssen. Irgendwie müssen wir den Chip irgendwo hinbringen, so damit er in eine bestimmte Richtung guckt, weil er denkt, da sitzt die alte Wick. Und dann machen wir Partusch und kommen von der anderen Seite. Aber wie, wo, was? Keine Ahnung, wo wir den anbringen sollen. Wir konnten ja ein Stück weiter vorlaufen, ne? Hier ist er ja noch nicht. Können wir noch nichts machen? Können wir hier gucken? Tja. Wir schleichen hier mal lieber ein bisschen auf vorsichtigen Sohlen lang. Ja, da will ich ehrlich... Hier können wir was machen. Ich könnte den elektronischen Peilsender hier platzieren. Okay, dann lass uns das doch machen. Und dann müssen wir aber von der anderen Seite kommen, oder? Frage ist, von welcher Seite schleichen wir uns denn dann jetzt ran? Dann können wir hier bestätigen. Ja, gespeichert, okay. Spiel fortsetzen. Vielleicht schleichen wir uns dann von hinten ran. Und er denkt hier vorne, dann guckt er hier die ganze Zeit vorne und können wir hier von hier hinten kommen. So ist zumindest jetzt mein Gedanke. Hier ist er jetzt noch nicht. Und er sitzt hier um die Ecke rum. Schleichen wir uns noch mal ein Stück weiter. Ich hoffe, es ist richtig. Ja. Es ist vorbei, James. Nimm die Waffe runter. Ich glaube, ich werde etwas anderes tun. Vielen Dank. Runter mit der Waffe, oder ich schieße! Tu das nicht!
Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Jetzt muss ich nur noch Hernandez befreien. Er hat es ja nicht anders gewollt, der Gute. Hat er hier verloren? Sieht aus, als würde Hawkers Gerät nicht mehr funktionieren. Ich muss verflucht sein. Dieses Ding enthält zweifellos wichtige Daten. Ich kann mir das ja irgendwie reparieren. Wir können erstmal auch noch seine Waffe Eine nehmen. Eine geladene Pistole, schon besser. Ah, du hast ja jetzt deine verbraucht, oder was? Okay. Gucken wir uns ihn nochmal selber ein bisschen an. Und dabei waren wir einmal Freunde. Schlimm. Ah, da liegt noch was. Jetzt haben wir drei davon. Wie übertrieben allmählich. Wie viele gibt's denn noch davon? Ansonsten können wir mit ihm nichts machen, oder? Ja, schon schade, dass der so des Wahnsinns verfallen ist. Aber ich meine, er hat ja auch keinen großen Ausweg mehr gehabt. Was hätte er machen sollen? In den Knast gehen? Ich glaube nicht, dass man ihn dahin kriegt, wenn er ja eigentlich Polizist ist. So ein Schloss habe ich schon einmal gesehen. Hier kann ein Empfänger angeschlossen werden. Aber der Steckplatz sieht anders aus als der, den ich im Keller gesehen habe. Okay. Wir haben keinen anderen Empfänger. Die Tür ist verschlossen. Sagt er das jetzt zu allen? So ein Schloss habe ich schon einmal gesehen. Okay. Und da hinten? Die Tür so abseits oder ist auch noch was? Verschlossen. Es gibt so viel zu entdecken. Verschlossen. Verschlossen. Hallo? Ich meine... So ein Schloss habe ich schon einmal gesehen. Hier kann ein Empfänger... Sieht anders aus, ja, ja, alles sieht anders aus. Was ist hier noch? Was ist das? Oh, noch ein Schlossknacker, wir hätten gar keinen mitnehmen müssen. Toll, jetzt müllen wir unser Inventar hier zu, oder was? Was ist das da? Eine Akte? Hier können wir eine Schublade öffnen. Oh, da ist noch was. Ist was noch neben? Verbindungskabel? Aha, können wir das mit dem... Okay, schon mal Platz gespart. Wofür auch immer. Können wir hier reingucken? Verschlossen. Können wir es mit seinem Schlossknacker vielleicht? Das kann nicht funktionieren. Ja klar, wieso sollte ein Schloss auch mit einem Schlossknacker zu öffnen sein? Aber mit dem, okay. Dann haben wir noch einen Metallschneider. Eins ist sicher, Hawker hatte wirklich ein Problem mit mir. Eins ist sicher, Hawker hatte wirklich ein Problem mit mir. Okay. Aber sonst findet sich hier nichts. Da ist nichts. Was ist hier? Wow, das ist Carson. Fotografiert von Hawker, nehme ich an. Ein Merkzettel von Hawker. Er hat fast alles genau vorhergesehen. Oh. Nagelfeile in der Schublade, Schürhaken in der Nähe des Ofens, verbrannter Prospekt, Safe-Schlüssel unter dem Vordersitz. Hier ist nochmal alles aufgelistet. Speicherkarte in Garys Tasche. Falle im Treppenhaus des Bunkers. Datei im Computer des Kontrollpostens kodieren. Falle im Keller, elektrischer Stuhl C. Okay, wie geht's denn weiter? Bombe. Bunkerschloss. Bunkerschloss müssten wir ja dann sein, weil die Bombe haben wir schon gemacht. Was gibt's hier noch irgendwo? Was ist das hier? Wir können gar nicht mehr so viel... Okay, wir müssen mal ganz kurz... Das können wir noch alles mitnehmen. Dann müssen wir mal ganz kurz zurück und unseren Müll absondern. Was ist das? So ein Schloss habe ich schon einmal gesehen. Hier kann ein Empfänger angeschlossen werden. Aber der Steckplatz sieht anders aus als der, den ich im Keller gesehen habe. Noch ein elektronisches Schloss. Ich brauche nur den richtigen Schlüssel. Na, da wird ja dann eine blaue sein. Bei blauer Umrandung und so. Okay, das ist schon mal offen. Wir gehen jetzt trotzdem mal Müll ableeren. Gucken, was sich hier machen lässt. In diesem Raum habe ich immer ein bisschen Schiss, dass irgendwas schief geht. Sein Schlossknacker funktioniert nicht. Den Erste-Hilfe-Kasten brauchen wir anscheinend nicht. Den Improvisierten brauchen wir anscheinend nicht. Die zwei brauchen wir auch anscheinend nicht mehr. Da haben wir den blauen noch, den hebe ich mal auf.
Okay. Mal gucken, was sich jetzt noch machen lässt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch unnötigen Kram mit dabei habe oder nicht. Das werden wir ja dann früher oder später feststellen. Nun, wieso fängt denn wieder die spannende Musik an? Was? Der ist doch tot. Es darf doch eigentlich nichts mehr passieren, oder? Letztendlich müssen wir doch eigentlich jetzt nur noch Hernandez befreien. Und irgendwie die Türen hier öffnen und noch rausfinden, was dahinter ist, denke ich mal. Außer es sind alles Bomben und wir werden so oder so sterben oder keine Ahnung, was hier passieren wird. Achso, müssen wir Hernandez rauskriegen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war hinter ihr ein Countdown. Was mich ja schon wieder echt Freude bereitet. Ich bin so fassungslos. 8 davon. Krokodilklemmen. Isolierte Drahtschere. Metallschneider. PDA und Kabel. Kupferstreifen. Und elektrische Kabelspule. Okay. Nichts mehr. Ha. Was machen wir damit? Können wir die miteinander. Okay. Aha. Nein, jetzt melden wir uns hier alles zu, oder was? Aha. Aha. Okay. Nicht EC drücken, wenn man aus dem Menü möchte. Ich sollte es mir irgendwann mal angewöhnen. Können wir eine Bombe bauen? Was können wir denn damit machen? Sie lässt sich nicht öffnen. Ich lässt sich nicht öffnen. Die Tür ist verschlossen. Keine gute Idee. Sorry. Keine gute Idee. Das ist es nicht. Ist es doch ein anderer Öffner? Das wird niemals funktionieren. Moment, ich hole nochmal den anderen Dietrich her. Oder wir gehen erstmal zu ihr rein. Oh, Leute, ich bin so unentschlossen. Ich würde gerne auch noch die anderen Dietriche ausprobieren, um zu gucken, ob wir irgendwie dort hinten reinkommen. Aber letztendlich glaube ich, wir brauchen irgendeine blöde Tastatur dafür. Hier haben wir allerdings schon die Tür geöffnet. Hier könnten wir doch jetzt eigentlich rein, oder? Hallo? Na, wie geht's? Wie steht's? Alles fit? Sind Sie in Ordnung, Hernandez? Ich werde Sie herausbringen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Wenn ihr mich hören könnt, Ladies, heißt das, dass ich tot bin. Das ist wirklich ärgerlich. Aber seid nicht traurig. Ich bin mit euch noch nicht fertig. Ich plane immer äußerst akribisch und ich hasse es zu verlieren. Also habe ich Vorbereitungen getroffen für den Fall, dass ich beim großen Finale nicht bei euch sein kann. Wick, meine liebe Partnerin. Du hast mich verraten. Wirst du Hernandez auch im Stich lassen? Eine interessante Frage. In ein paar Minuten wird die berühmte Star-Journalistin von 5TV auf dem elektrischen Stuhl gegrillt. Es sei denn, dass du, Wick, dieses unglückliche Ereignis verhindern kannst. Wenn du versagst, ist der Spaß für sie vorbei. Game over. Aber der Tod von Hernandez wird die Luken öffnen. Wie du siehst, bin ich gar nicht so böse. Ich biete dir einen Ausweg. Die Kamera wird alles sorgfältig aufzeichnen und das Video wird live über das Internet übertragen. Seht es als kleine Hommage an die künstlerische Arbeit des Ostküstenkillers. Er konnte wie kein anderer Leiden auf Zelluloid bannen. Eine letzte Sache noch, Wick. Es gibt keine zweite Chance. Wäre das hier ein Videospiel, hätte ich es so programmiert, dass du immer nur eine Chance hast. Genug geplaudert.
Macht euch bereit, die Damen. Ihr seid am Zug. Haben Sie gehört? Sie haben nur eine einzige Chance, mich zu retten, McPherson. Nur eine einzige Chance! Oh nein, wie ich sowas hasse. Ich höre ein elektrisches Summen, das aus diesem Schrank kommt. Noch mehr Überraschungen? Kannst du es öffnen? Nein, kannst du nicht. Scheiße, was machen wir denn hier? Diese Nadel misst wahrscheinlich den Stromfluss im elektrischen Stuhl. Können wir hier irgendwas ableiten? Damit nicht. Können wir hier irgendwas rein? Scheiße. Was machen wir denn damit? Ah, hier unten ist ein Kasten. Diese Metallabdeckung schützt irgendetwas. Ich habe keine Zeit, mir das genauer anzusehen. Ein paar gut platzierte Kugeln werden den Bolzen schon knacken. Dann tu es. Hallo, warum schießt du denn dann nicht drauf? Weil du bist... Warum... Ah, wir haben noch so ein... Ah, wir haben doch dieses Scheißteil. Wir haben aber, das ist nebenan natürlich. Ja, klar, wie sollte es anders sein? Wir haben doch noch den Schraubenschlüssel. Komm schon, Vic. Mach ein bisschen schneller. Sei nicht einmal nicht ganz so behindert wie sonst. Nein, der ist nicht hier, oder was? Wo ist der? Scheiße, wo ist der? Wir müssen es nochmal neu laden. Ach. Ich krieg einen Anfall. Der Schraubenschlüssel ist, jetzt lass mich überlegen, glaube ich noch im Bunker nebenan. Aber die Zeit hätten wir jetzt nicht gehabt. Ach ja. Jetzt gehen wir nochmal hier zurück. Hier hinter. Ja, das ist ja ein Spaß. Ich freue mich. Die sagt irgendwas, oh, wir könnten das zerschießen, aber dann macht sie es nicht, weil sie möchte es dann trotzdem ganz exakt mit diesem scheiß Schraubendreher haben. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Wo ist denn der? Hä? Wo ist denn der hin? Ich bin verwirrt. Tja, gut, ich würde sagen, ich beende das hier an der Stelle. Ich glaube, die Zeit ist eh rum. Gehe jetzt nochmal in die Küche währenddessen und sobald ich dann dort bin und den Schraubenschlüssel gefunden habe, sehen wir uns in der nächsten Folge. Von daher bleibt dran. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.